Das sehen manche anders. Aber da liegst du mal nicht falsch. Gutzi. Auf jeden Fall schon mal Hut ab. Aber ursprünglich kommt es aus Syrien. Als Syrien noch friedlich und brav war. Und kein Stress. Weißt du, wo die Großeltern dann so eine Reise mitgemacht haben? Abo-Falle. Viel Spaß. Nein, Moni, ist ja Wahnsinn. Du nimmst das vierte Jahr in Angriff. Wow. Einfach nur, wow. Wie lange bist du schon dabei? Das ist ja Wahnsinn. Fettes Merci, Moni, für 37 Monate. Ich meine, hätte ich mir nie gedacht, dass wir mal 37 Monate Abos haben. Oder? Dass wir schon über 3 Jahre streamen, Bruder. Ist nicht gegrüßt aus Bauchgefühl. Nee, Gutzi, bist halt Bauchgefühl klug. So habe ich die Schule geschafft. Ja, Wahnsinn, ne, Moni? So habe ich die erste Klasse geschafft mit Bauchgefühl. Bam, bam, bam. Komm, wir klemmen nebenbei, sonst kommen wir hier nicht vorwärts. Also, wir müssen die Nimitz langsam mal fertig kriegen. Wir haben hier den Schritt. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Ja, aber ich sehe den Chat trotzdem. So, da nehmen wir eine von diesen Platten. Danke, Crystal Funk. Muy rápido. Das gleiche nochmal in schwarz. Und dann noch, sag mal, das habe ich einfach, weil ich so fleißig bin, Erkan loben, vorher schon vorgedingst. Jetzt schau, was Tolles aus dir geworden ist, oder? Kann ich mich nicht beschweren. Ist so. Und also, das klemmen wir hier so dran. Und das Stangen gleich dahinter. Das war der Schritt 439. Jetzt drehen wir das um. Machen eine 2 und eine 4er. Die 4er hier. Man möchte nicht glauben, das wird ein Flugzeugträger. Den verchecken wir dann an die Amis. Meistbietend. Erkan loben, Gutzi, Dankeschön. Ohne Scheiß. Dieses Vorsortieren finde ich eigentlich ziemlich gut, aber das kostet Zeit. Auch eine halbe Stunde. So, 440. Aber ich glaube, es ist für euch besser, weil sonst, wenn ich dann eben nebenbei immer suche, das ist ein bisschen boring. Boring. Machen wir hier so drauf. Bitteschön. Da hat er gestern, der Stefan, das erste Mal aus seinem neuen Studio gestreamt, oder? Also Hut ab, dass der das so schnell hingekriegt hat. Hä? Das hätte bei mir safe ein paar Tage länger gedauert. So. Und das hier drauf. Ah, schau mal, das Licht ist jetzt schon so eis. Das wird jetzt, das Licht verdient die Rottöne. Und deswegen ist es jetzt schon so. Aber man sieht die Kontraste gut, das ist eigentlich ganz geil. Die Haut ist ein bisschen blau, aber egal. Eine 6er Stange, eine 404 Platte. Also irgendwann, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, dann werden solche Sets einfach eine Woche lang vorsortiert. Warte mal, das ist richtig. Kommt hier so die Ecke. Eine Woche lang vorsortiert. Damit man das dann ruckzuck runterklemmen kann. Ist das noch alles richtig? Oh, ich kribbel's doch schon mit dem Finger wegen Pokern, gell? Ich lasse euch aber zappeln. Das hier, das wird halt auch ein Seitenteil von dem Schiff. Aber guck mal. Das ist Blue Brick. Schau mal diese Qualität an. Blue Brick Qualität ist doch der Hammer, oder? Guck dir das mal an. Die Qualität, das ist doch... Da bist du doch dumm, wenn du für das gleiche doppelt zu 50% mehr ausgibst, oder? Snuggleslack, hat euch jemand für einen Auftritt gebucht, privat, aber dann war ein Typ, mit dem ihr Apfelkuchen essen musstet, in seinem Wohnwagen am Starnberger See? Nein, Snuggleslack, es ist schon viel Scheißdreck passiert, aber das, was in deinem Gehirn da abgeht, ist noch nicht passiert. Und ich weiß, dass du mit dem Gedanken spielst, uns an irgendeinen dänischen Baggersee zu entführen. Und dann, keine Ahnung, zu verspeisen oder sowas. Kann es sein, Snuggleslack, dass einer der Lieblingsfilme ist, Anthony Hopkins, Schweigender Lämmer? Kann es sein, dass du den Film, dass der auf deiner Liste relativ weit vorne ist? Was ist hier los, Kryptlord? Keine Ahnung, was ist denn hier los? Wird dir vorstellen, wenn es geklemmt? Ja, weil Surfen Volley ist im Stream und die passt auf. Ich habe sogar ordentlich vorsortiert. Schau mal hier, Krypti. Mal nicht rummotzen hier. Zack, zack, zack. Schon viel zu dunkel. Soll ich mal Licht anmachen? Zack. Na, auch nicht viel heller. Cheersinger! Quid pro quo, Erkan. Quid pro pro.
Also pro heißt für, quit heißt aufhören, und Q-O ist es Spanisch, willst du Spanisch lernen, Bruder? Hannibal Lecter, ja, ich sag mal, Snuggles Lückchen ist ein kleiner Hannibal Lecter. Nein, ich will den Wellness-Hörner mit euch darin, keine Sorge. das habe ich jetzt falsch vorgelesen. Nein, ich finde die Welt interessanter mit euch darin, keine Sorge. Richtig würde man den Satz vorlesen, nein, Komma, fehlt das Komma, müssen wir nicht reden. Ich finde die Welt interessanter mit euch darin. Betonung auf euch. Nein, ich finde die Welt interessanter mit euch darin. Nein, ich finde die Welt interessanter mit euch darin. Keine Sorge. Haben wir Glück gehabt? Haben wir Glück gehabt, weil wenn der Snuggles lag, die Welt uninteressanter mit jemandem findet darin. Euda, Opferalarm. Opferalarm. Dann endest du irgendwo, keine Ahnung, in einem dänischen Vorgarten vielleicht. Wenn du nicht auf Pasche tust. Also, 2 auf 6 in Rot. Kommt hier drauf. Achtet eigentlich jemand darauf, dass hier korrekt geklemmt wird, außer im Kryptlord? So. Ah, das Große zuerst. Hier ist es schon falsch geklemmt. Weißt du, was geil ist? Wenn man so ein bisschen sich die Mühe macht, vorzuklemmen, dann kann man so locker nach vorne klemmen. Morgen haben wir übrigens wieder einen schönen Sommertag. Wie viel Grad haben wir morgen? Ihr dürft raten, wie viel Grad haben wir morgen auf Mallorca? Mallorca! Mallorca! Wie viel Grad haben wir morgen? Who knows? Was denn ist das? Ah, Kommas! Danke für die Kommas an Bosti! Danke für die Kommas an Rocks! Danke für 21 Grad, Kruglott. 22 oder so. Viel zu grad 20 Grad, Leute. Das Übrige ist... Leute. Wollt ihr mich beleidigen? Nackenschelle. Der Borsi ist am nächsten dran. Nein, Borsi, das ist ein bisschen sehr optimistisch. Es sind morgen prognostiziert 27 Grad. 27 Grad morgen. Morgen kommt der Sommer zurück und dann kommt der große Regen. Alle reden über den großen Regen, der kommt. Alle reden über den großen Regen. Sag Google, 29. Da wird es doch wärmer. Was soll ich denn morgen machen? Soll ich auf Stream verzichten, mich nackt auf den Beach legen? Einmal eins auf zwei rot. 29 Grad. Schau mal, jetzt zwei einzelne Einser, wieso nicht, schau mal, die zwei Einser, wieso die Einser nicht, ein Zweier. Frisches Fleisch muss bei 27 innerhalb von 2 Stunden verarbeitet werden. Oh, ich würde mich morgen gern verarbeiten lassen. Erkan, morgen fange ich an rumzuklemmen bei meinen Schiffchen. Sehr geil, mach mal Fotos rein bei Klemmen. Abgrillen nicht vergessen. 9 vormittags, 20 nachmittags, sowas. Ach Quatsch. Wetter kommen, sagt 27. Eben, 27 Grad sind es bei mir. Morgen wahrscheinlich. Was mache ich denn da? Alter, da wäre ich doch blöd, wenn ich mich nicht mit einem Gin Tonic an den Strand lege, oder? Mann, da wäre ich doch dumm. Jetzt mal unter uns. Unter uns, hört ja keiner zu. Stream wird danach gelöscht. Was würdest du bei 27 Grad auf Mallorca machen morgen? Wenn du wüsstest... Morgen, es ist 27 Grad und du hast nachmittags Zeit, wenn du ausgeschlafen hast. Schau, das haben wir jetzt geklemmt hier. Sieht doch ein bisschen komisch aus. Was würdest du denn machen? Bar, eindeutig, sagte Kryptlord. Bar, sehr gut. Rock hat morgen 13 Grad. Ich habe morgen doppelt so viel Grad. Soll ich dir ein paar abgeben? Ich will ja nicht flexen, aber... Der Boss, die tagsüber 12 Grad. Aber ich meine, wieso machen die Grünen das nicht wärmer in Deutschland? Oder die CSU oder überhaupt? Aber ehrlich, nur weil Stefan eine Treppe raufgezogen ist, muss noch nicht lange keine Postkarte mit nackten Typen verschicken. Also, Stefan, mache ich mir schon Sorgen. Ich check gar nicht, A, warum er umgezogen ist. Schau mal, jetzt machen wir hier, wie oft machen wir das jetzt? 10 Mal. Warum er umgezogen ist? Wohin er umgezogen ist? Muss man sich da sorgen? Also, nach Luxus sah das da gestern nicht aus. Ins Museum gehen, das Klimaanlage. Ihr habt Wärmepumpen. Digga, ich habe meine Wärmepumpe zwischen den Beinen, Bruder. Aber ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch Wärme pumpen kann. Ach, schau, das sieht schon nach Schiffe. Also, ich fahre den ganzen Tag Auto und wird im Winter nicht wärmer. Grüße, Jakan. Andy, live. Was machst du morgen, Auto? Hey, bist du Vertreter? Schau mal, sieht man schon, das sieht so ein bisschen nach Schiff aus, oder? Ich mach mal so, man kann sich gar nicht selbst versorgen. Ich weiß nicht,
Bringt ihm seine Mama Essen dann da? Ich meine, seine Mama hat ihn noch früher Essen gebracht. Wie soll denn der Stefan sich in Zukunft ernähren? Der kann ja nicht nur von Dr. Prepper leben. Sailor Moon! How are you? Hey. Und meine Firma stellt 1. Oktober die Heizung an. Bis dahin ist mit abgekühltem Boden frieren. Krass, ich brauche hier gar keine Heizung. Schau mal hier. Ist doch präzise Teile, oder? Präzise Teile, präzise geklemmt. 4, 4, 6. Oh, sieht schon geil aus nach Schiff hier, oder? Ach, guck mal jetzt. 4-mal die Platten. Mit Luft dazwischen, ne? Einer dieser Malen wollte mich testen. Ich genoss seine Leber, ein paar Fava-Bohnen, dazu ein ausgerechnet Chianti. Ich habe das Gefühl, der Junge ist total Sabango. Ja? Stefan hat jetzt frische Milch von den Kühen auf dem Gehöft, wo er wohnt. Ja, hat der Stefan sich jetzt verbessert oder verschlechtert? Man weiß es nicht. Ich meine, er ist ein krasser Streetboy und zieht jetzt aufs Land in den Bauernhof. Was soll man davon halten? Also Hut ab, was er da gestern gemacht hat, mit seinem, dass er so schnell umgezogen ist, aber also Luxus sieht anders aus, oder? Was habe ich verpasst? Kripplaut, Stefan ist umgezogen. Schau mal hier. Und den Einser machen wir auch noch da rein. Erst den Einser. Der hat sich... Trinken, Robert Spielewelt! Cheers, Dankeschön. Bauernhof hat aber schon Leerrohr für Glasfahrer. Echt ohne Scheiß. Ja, macht er einen auf Mitleid? Hat er keinen Bock mehr gehabt? Oder hat er sich... Ich meine, ich finde es ja cool, wenn er sich von seiner Mama emanzipiert. Jedenfalls ist er ruhig geworden. Der hatte gestern echt so wie so eine ASMR-Stimme. Echt? Wenn ich es nicht besser wüsste, ich glaube, er ist einfach ein frei gewordenes Zimmer im Haus geblieben. Nee, Snackelslack. Das, was er gezeigt hat, das waren ja so Balken. Das waren ja so Deckenbalken. Obwohl, meinst du vielleicht Deckenbalken? Vielleicht macht er nur eine Story. Vielleicht will er nur Mitleid oder was? Ah. Ich passe es nicht da rein. Machen wir das wieder ab. Stefan war gestern ziemlich alle. War er? Wie hat man es gemerkt? Ey, Hut ab, dass er überhaupt gestreamt hat. Er hat an einem Tag sein ganzes Setup umgezogen. Das hat bei mir... Okay, es waren natürlich auch ein paar tausend Kilometer mehr. Hat es bei mir eine Woche gedauert. Länger, 2 Wochen. Also dafür schon mal Respekt, oder? Jetzt machen wir das Glatte da oben. Jetzt sieht es immer mehr nach Schiffsrumpf aus. Ich glaube, bald muss ich hier mal Licht anmachen. Und die Bellerei bringt doch nichts. Der kann sich die Energie sparen. Der bellt hier rum für den Arsch. Keiner interessiert sich aber. Käferbalken, wo speziell... Was ist denn das für eine Story gewesen? Was mit Käferbalken? Ich finde es ja ehrlich, dass er das alles so mit mir und uns teilt. Hol ab. 1 auf 4 glatt. Das muss ich selbst bei den Vorsortierten suchen, ey. Ich meine, wieso geht er nicht einfach auch nach Mallorca oder bucht sich eine Yacht oder so? Er hat eigentlich diese leeren Augen als unfreiwilligen Munkel. Ist so, ne? Diesen, wo man aufgegeben hat, dass man vögeln will, einen Blick. Ach, den Podcast. Vielleicht hat er es auch geheim gehalten, ein anderes Land. Und so mysteriöse Musik. Achtung. Da hat Stefan echt Respekt verdient. An einem Tag PC-Streamer-Zimmer umziehen. Ist wirklich so Talomirs. Muss ich auch sagen. So, jetzt haben wir das hier geklemmt. Das ist uns. Ach, guck mal, das kommt jetzt ans Schiff dran. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Soll ich Schiff holen? Nein, komm, wir machen lieber das nächste Teil. Wir machen das nächste Teil. Bevor wir das dran klemmen, machen wir das nächste Teil. Jetzt haben wir dieses Rumpfteil gebaut. Stefan ist eine Maschine. Naja, wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben. Also wenn der eine Maschine ist, ich würde sie nicht fahren. Nein, der Stefan, der hat so, weißt du, das ist der, der müsste eigentlich Marathon laufen. Der Stefan ist so ein Marathon, potenzieller Marathonläufer. Der hat so einen Atem, so einen langen, stinkigen Atem. Nein. Stefan hat echt einen langen Atem. Das ist der Hammer. Der lässt nicht locker. Der ist so unbeirrbar. Kennst du das Wort? Der zieht durch. Sag mal so, er ist kein Marathonläufer. Das ist so ein Typ, der anfängt zu wandern und nicht aufhört oder so.
Er hat halt Ausdauer. Aber bei Ausdauer ist das Wort aus dabei. Nee, ohne Scheiß, Hut ab. Ich zieh halt durch. Ich bin halt Mallorca also umgezogen, einfach so knallhart. Aber halt nicht von 0 auf 100, ja? Er zieht halt von 0 auf 100 um. So, jetzt haben wir das. Wir bauen quasi das gleiche Teil nochmal, oder was? Stefan ist 100, ist 1000 ohne die Nullen. Ja, Mann. Mit Stefan hätte der zweite Weg noch bis 47 gedauert. So ist einer da. So einer ist es. Ja, aber was hätte es uns gebracht? Wir hätten ja trotzdem verloren. Also wir, nicht die anderen. Ich stand ja von Anfang an 1-0 für die anderen. Stand ja vorher schon 1-0 für die anderen. Und dann stand es halt 2-0. So. Tschüss. Es war halt auch unfair. Ja. Es war echt unfair. Wenn man sich überlegt, es ist genauso, als wenn die Schweiz die Vorherrschaft über Europa haben will. Nein, der Zweite Weltkrieg war echt eine dumme Idee. Und mehr als das. Einfach eine Riesenkacke. So. So viel dazu. Der Russe hatte viel mehr Leute auf dem Platz als wir. Ja, stimmt, die haben eigentlich... Zum Glück. Aber die beißen sich auch gerade die Zähne aus, hoffentlich. Nein, macht mal keine Witze über Krieg. Krieg ist Kacke. Oder vielleicht macht man erst recht Witze, keine Ahnung. Mach halt keine Witze. Hölle, man hat gedacht, die ganze Scheiße ist vorbei und man hat es immer noch im Arsch. Anstatt dass alle einfach auf Call of Duty gehen und sich da messen, oder? Wäre doch viel cooler, wenn man die ganzen Probleme auf Call of Duty lösen würde. Schau mal, wir bauen nochmal so ein zweites Rumpfteil, aber das klemmt mir hier gerade ein Speed-Tempo. Zack, weiter. Schau das da oben hin. Ey, das ist so geil, wenn du das vorsortiert hast. In diesem Frieden besser als alles andere. Ist jetzt mal ohne Scheiß. Nagelslack, ich gebe dir komplett recht. Mann, come on, hey. Noch nie war die Menschheit so reich, als wie wenn sie gehabt hat, Frieden. Wir tanzen alle hin, wir tanzen mit Lagerfeuer. Ja, klar, Frieden ist jetzt auch natürlich, hat auch Blut an den Händen. Aber, wir können schon froh sein, dass wir unsere Ruhe haben. So, weiter geht's. Ohne Scheiß. Merkt man gerade jetzt, dass wir in Deutschland schon auf hohem Niveau meckern. Also ihr in Deutschland, ich in Spanien ja nicht. Rocks, ein Abo und eine Community, danke an Jorrit. Ja, oder ihren Frau halt. Dankeschön. Fettes Merci. Boss, was haben wir für Belgien? Ja, wir wollen jetzt nicht Terroranschläge hier aufdingsen und so. Es ist so, da will wieder einer sich wichtig machen und hat fatale Folgen. Aber du kommst da gar nicht mehr hinterher. So, lala. Es könnte so einfach sein. Einfach ein bisschen geiles Leben haben. Das Leben ist kurz genug. Enjoy life. Be nice to each other. Bist du auf Mallorca gut aufgehoben? Ich in Dänemark aber. Du bist ja auf Mallorca gut aufgehoben, sagst du. Ich in Dänemark aber auch. Deutschland, naja, würde ich mir Sorgen machen. Ach nee. Also Deutschland hat schon ganz andere Sachen geschafft. Ich glaube, dass rein theoretisch Deutschland, solange es ein wichtiger Teil von Europa bleibt und Dänemark hoffentlich auch, mega gute Startchancen hat. Wo willst du denn sonst hin? Solange wir alle Teil von Europa bleiben, das ist der Key. Das ist das Wichtigste von allem. Weil als einzelnes Land hast du komplett verloren in dieser krassen Welt. Da wird China über dich drüber rollen oder Russland oder what fucking ever. Hey zusammen, Diana! Hallöchen! How are you? Hey. Und J-Rocks! 19, aber krass, so lange schon. Ihr seid so geil. Dass ihr uns so lange unterstützen tut, es gibt uns Tränen, Pipi in die Augen. Tränen, wirklich so nice. Amerika ist auch stressig. Also entspannt ist die USA nicht. Du bist zwar einigermaßen safe, das stimmt, aber entspannt ist die Nummer da drüben nicht. Auch, danke, dass du darauf hinweist, auf Stufe 2 erhöht.
J-Rox von 1 auf Super. Der ist ja noch geiler. J-Rox. Nice. J-Rox. Nice. J-Rox. Fettes Merci. Das ist ja noch geiler. Dankeschön. Super nice. Danke, dass du mich Vollidioten, Ignoranten darauf hingewiesen hast. Amerika ist echt anders, als man denkt. Vor allem von Bundesstaat zu Bundesstaat, ja. Also, Frieden findest du da nicht. Also, von wegen, mal lässig zum Arzt gehen, das kannst du vergessen. Du brichst dir das Bein und bist ruiniert. So viel dazu. Also, uns geht's in Europa, auch wenn wir immer so motzen, ja. Außer Vermont, das ist Postkarte. Vermont war ich noch gar nicht. War schon viel in Amerika, aber nicht in Vermont. Uns geht's im Vergleich zu den meisten Menschen auf der Welt in Europa scheiße gut. Ohne Scheiß. Musst du echt mal sehen. Ich glaube, es gibt kaum 500 Millionen Menschen in Europa und wir haben die Kühlschränke mehr oder weniger voll. Kostet zwar scheiß wie Kohle, aber come on. Und noch haben wir relativen Frieden und können uns wehren. Wenn du so in anderen Regionen bist, dann bist du einfach ausgeliefert. Wir sind abgesehen, wenn es mal schlecht läuft. Wir haben doch eine richtig krasse Basis hier. Wie viele Leute haben hier eigene Häuser und was weiß ich was? So, jetzt brauche ich eine rote Ecke. Und die habe ich, siehst du, jetzt kommt der Fehler. Jetzt habe ich nicht vorsortiert. Allein vom Gesundheit geht es schon gut. Ja, eben, ist doch so. Schau mal, wir schimpfen und jammern. Ich meine, ohne Scheiß, wir ersticken im Hass. USA ist nur so lange cool, bis du krank wirst oder was schief läuft. Das ist genau der Punkt. Solange du Kohle hast, ist USA toll. Klar, super. Aber mach einen Fehler. Hab einmal nicht Kohle. Dann bist du out. Dann bist du draußen. Dann bist du verloren. Art oder Engel, Erkan baut ein Döner-Tier. Nein, fast. Ich baue hier ein Flugzeugträger. Das ist kein Kriegsschiff, das ist ein Flugzeugträger. Nee, ohne Scheiß. Das ist der Gag, das wird es in Europa viel zu wenig. Also meine Krankenfälle möchte ich nicht missen. Ja, ich meine, wo gibt's denn das auf der Welt? Da schimpfen die Leute alle über Europa. Wo gibt's denn das auf der Welt, dass so viele Länder gemeinsam sich darauf einigen, lass uns lieber Business machen. Und du bist einigermaßen Krankenversicherung und all diese Kleinigkeiten. Für die anderen Leute, andere Länder gehen sie auf die Straße und bei uns motzen sie dann rum. Ja, dann kostet halt die Heizung mehr. Scheiß doch drauf. Neues Auto kostet auch viel Geld. Die schimpfen über neue Heizung und kaufen sich ein neues Auto. Come on, ey. Breaks, kurz, danke schön. Also hier. Sieht gut aus. Ich meine, die Leute schimpfen immer, dass sie eine neue Heizung haben in dem Einfamilienhaus. Andere Leute haben gar kein Einfamilienhaus. Mal ohne Scheiß, die haben nicht mal eine scheiß Wohnung. Die leben, was weiß ich, wie die leben. So, zweites Teil. Deutschland ist ein Land der Lurken. Ist wirklich so. Aber es muss man, kann man den auch mal klar reindrücken. Ein Hellcare von Avengers vielleicht. Ja, die motzen, weil sie es mega leicht hatten bis vor 10 Jahren. Ja, die haben auch früher schon gemotzt. Kennt einer dieses geile Interview mit, guck mal hier, was brauchen wir da? Rudi Völler. Ich weiß nicht, kennt das? Hat Deutschland da gerade gewonnen beim Fußball oder so? Schauen wir uns mal das hier. Da haben die gerade irgendwie, er war Nationaltrainer, die Deutschen haben gerade gewonnen. Und der man kann es ihn ja eigentlich nicht übel nehmen, er war ja lustig. Wie heißt der Weißbiertrinker-Moderator aus dem bayerischen Fernsehen? 2 Autos, Urlaub, alles easy mit 19 im Gehalt. Erkan, ich möchte mal kurz Hallo sagen, ich bin da wieder raus, möchte böse gemacht. Poker ist nicht mein Ding, Klemperschuh auch nicht. Danke, das Bo, bis bald wieder. Voll, aber trotzdem danke, dass du Hallo gesagt hast. Ehrlichkeit siegt und Feedback auch, danke. Waldi Hartmann, genau der Waldi Hartmann. Immer ein Weißbier dabei und klärt mich auf, war das? Genau, danke Gutzi, Waldemar Hartmann. Hat der nicht zum Rudi Völler gesagt, irgendwie, wo war der Fehler? Und ich glaube, ich weiß nicht, haben die da gewonnen oder hatten sie nicht gewonnen? Ich glaube, sie haben gewonnen. Da haben sie gerade im Fußball gewonnen, Nationalmannschaft, und der Waldemar Hartmann hat gefragt, wo war der Fehler? Oh krass, jetzt aber ganz viel auf einmal, guck mal hier. Ne, warte mal. Jetzt ist ein Fehler drin, ne? Warte, jetzt habe ich einen Fehler gemacht vor lauter Quatschen. Pass auf.
Es war 2003 gegen Island, 0-0. Ah, Mr. Mano, beste, Dankeschön, Mr. Mano. Und dann war, wo war der Fehler? Okay, Island ist natürlich jetzt nicht der Urgegner. Und wo der einfach gesagt hat, ihr könnt nichts anderes, ihr könnt immer nur motzen, ihr könnt immer nur motzen, motzen, hört doch mal auf mit dieser Motzerei. Das fand ich so geil, das fand ich so, das ist, weil so ist es. Also stimmt eigentlich schon, was ich da geklemmt habe. Ich bin froh, dass ich selber eine gute Kostenwohnung habe, seit fast 7 Jahren in dem Haus wohne. Ich habe einen Innenhof, einen Steingarten, Gartenhäuser, besser kann man es nicht. Ja, J-Rock, ist gar nicht schlecht. Ja, das war lecker, der Föll hat gnadenlos rasiert. Ja, ist so. Wo er gesagt hat, hört doch mal mit dieser fucking... Und das ist so dieses... Und das ist, Deutschland ist ein tolles Land, da wollen wir gar nicht reden. Aber dieses Motzen, das ist so ein Volkssport. Also. Immer noch. Und natürlich ist deswegen auch vieles in Deutschland funktioniert, weil die Leute erst zufrieden sind, wenn es top funktioniert. Und selbst dann sind sie nicht zufrieden, weil sie immer noch motzen. Deswegen gibt es natürlich, sag mal so, das hat Qualität. Aber auf dem Weg dahin verliert man halt viel. Klar, Qualität funktioniert. Aber bei den anderen zum Beispiel hier so, ja, funktioniert halt zu 99%, 95%. Ich würde es existenziellen Pragmatismus nennen. Ey, Pragmatismus würde ich eben nicht sagen, Perfektionismus. Der eine Spieler war dem auch gut. Sagt, sollen wir jetzt wieder verlieren? Ja, ich meine, come on, hey. Es gehört ja dazu, dass du auch mal verlierst. Und vor allen Dingen, nee, dass man sucht immer den Fehler in Deutschland. Das ist leider, es ist schon okay, deswegen funktionieren halt viele Dinge gut und man sagt, wo ist der Fehler? Wenn es top funktioniert, ist das in Deutschland gerade mal angemessen. Ja, deswegen kommt natürlich auch die deutsche Qualität. Das ist ja auch cool. Und das ist jetzt kein German-Bashing oder sowas. So, pass auf. Jetzt habe ich den aber... Ah, doch, der passt. Aber auf dem Weg dahin geht halt viel Lebensfreude verloren. Den Preis zahlt man halt dann. Und auch viel Innovationskraft. Muss man auch nicht vergessen, ja. Irgendwann ist alles zu perfekt. Kennst du das Wort? Wenn, zu perfekt. Wenn etwas zu perfekt ist. Die Dänen sind da lockerer. Ja, eben, das glaube ich dir. Wie ist es so in Dänemark? Zu perfekt. In Spanien ist halt, es ist nicht perfekt, aber es läuft 1A. Ich nenne es einfach nur Neid. Der Deutsche kann nicht verknurren, wenn andere, egal wer mehr hat. Als er. Ja, warum kann man das nicht ablegen? Hä? Das ist immer das Ja-Aber. Immer noch Ja-Aber. Ich finde immerhin cool, dass man so die Kritik selber sich auch mal vor Augen halten kann. Pass auf, hier. Ist halt total wichtig, dass man mal zur Seite steppen tut, ja? So mal auf die Straße geht und schaut, so was geht ab mit den anderen Leuten. Wie kann ich dein Dima, Hallöchen! How you doing? Das sind mal gleich 1000 Zuschauer weniger, weil sie sagen, oh, grüß dich, stressen, Deutschlandschimpfer. Nee, aber ich meine, so berechtigte Kritik finde ich ja okay, weißt du? So, guck mal, was bauen wir denn hier Geiles? Oh, jetzt muss ich schippen. Schon als geregelt, aber pragmatisch, muss nicht alles perfekt sein, menschlich ja machbar. Es ist so. Und so kommst du manchmal auf bessere Lösungen. Ja, J-Rox hat Rakani Dima ein Abo geschenkt. Fertig, merci, was ist das für ein geiles? Ist ja wie früher, wo die Abos nur so um die Ohren geflogen sind. Der Spieler hat später ein Buch geschrieben, hat wegen dem Druck vom DFB und so weiter, komme gerade nicht drauf. Der Name, ach krass. Voll nice. Der hatte noch einen Burnout deswegen. Ich meine, sag mal so, in Amerika ist Perfektionismus ja auch da, so ist es nicht. Ah, die kennen keinen Neid. Die Amerikaner sind auch knallhart, so ist es nicht, ja. Only the best. Und es geht jetzt nicht darum, dass man hier so, piep, piep, alle haben sich lieb, ja. Schon geil, so, das amerikanische System bis zum Teil, zum Sport, wo du sagst, fuck, ey, das bringt die Leute zu Leistungen, wow. Aber die Amis kennen keinen Neid. Die Amis kennen keinen Neid. Kennt noch den Italiener? Ich habe fertig. Der hat einen Punkt gebracht. Ja, der Dings, der Bayern-Trainer. Der. Ach komm, wie ist der Bayern-Trainer? Ich habe fertig. Das war eine Legende. Da gab es ja sogar Werbungen danach. Naja, der Enke hat sich da auch umgerufen wegen dem Druck im Fußball. Enke hat geheißen, oder? Oh ja, krass. Trapattoni, genau, Lolitel. Trapattoni. Ja, so haben wir es jetzt gemacht hier.
muss immer gucken, ob ich auch alles richtig geklemmt habe. Next Step. Giovanni Trapattoni, geiler Typ. Und das Geile ist, die Deutschen immerhin so cool haben gesagt, der Typ hält uns so den Spiegel vor. Haben ihn eigentlich dafür geliebt. Irgendwie sind wir dann auch so Opfer. Tritt uns, wenn uns der richtige in den Arsch tritt, spielen wir Flasche leer. Nein, es ist ja cool, dass Deutschland bunter geworden ist. Guck mal die Nationalmannschaft an. Prinzipiell eine geile Truppe, du musst es nur aus den Leuten rausholen. Mit einem anderen Spirit. Da war der Flick wahrscheinlich der falsche Trainer. So, schau hier. Vielleicht ist der Nagelsmann, ist das jetzt ein Nagelsmann? Der Nagelsmann, vielleicht ist der ganz geil, so ein bisschen so mit Emotion, weißt du? Emotion! Schau mal, was ich hier so geil vorsortiert habe für euch, wie fleißig ich war. Und Klemme und Klemme und Klemme. J-Lo! Gern Reimholzen, Hitzelsberger. Hat auch seinen Mund gemacht. Ja? Okay, ich meine, der war ja dann auch viel in der im Fernsehen, oder? Hat er nicht dann auch viel im Fernsehen kommentiert, zu ZDF oder sowas? Und ich meine, Mund aufmachen ist eine, aber der hat ja auch Kompetenz. Der Hilsberg hat eigentlich ganz gut kommentiert, analysiert auch immer, oder? Spielen nicht heute um 2 Nacht. Echt krass. I don't know. Solange sie nicht sich erlauben zu spielen, werden wir streamen, ist alles okay. Schau mal, wie wir hier die Verkleidung von dem Schiff bauen, so nebenbei, ne? By the way. Was mit dem Dette eigentlich? Ricardi, wer war nochmal der Dette? Guck mal hier. Das Coole am Fußball ist, wie viel Liebe da immer noch dahinter steckt. Obwohl man jeder weiß, so traurig es ist, was es eigentlich für eine Verarschung ist mittlerweile. So. Guck mal, dieses Teil. Es sieht jetzt noch so aus. Jetzt kommt dieses Teil daran. Und so wird ein Rumpf draus, oder? Das Geile ist, dass ich echt so vorsortiert habe. Das heißt, ich habe die Teile hier alle liegen. Love it. Ich kann übrigens alle Fußballfans die Doku Beckham auf Netflix, da fand es mega interessant und habe mit Fußball endlich nichts am Hut. Echt, Beckham? Ich bin überhaupt kein Beckham-Fan. Ich finde den Beckham so scheiße. Ich finde, das ist der überschätzteste Fußballer ever. Aber erzähl mal, Gutzi, warum ist die so gut? Ich finde, das ist einfach nur ein Marketing-Team, die. Ich finde ihn völlig überschätzt. Ich finde, er sah nie wirklich toll aus. Er hat sich immer nur gut vermarktet. Seine Frau einfach nur Haut und Knochen. Aber marketingmäßig mega. Und gespielt, er hat halt ein, zwei gute Freistöße geschlagen. Und das war's halt. Sonst war der immer nur Marke. Der war immer nur Marke. Aber erzähl mal. Ich lasse mich gerne belehren. Beckham ist die Sahneschnitte. Ja, der sah einzeln mal ganz gut aus, aber das ist auch viel Photoshop und viel Styling. Das ist wie aus dem Schweini, haben sie auch irgendwann gut aussehenden Mann gemacht. Und der sah am Anfang echt aus wie ein Typ, wo du sagst in der Schule, boah krass, was für eine Aktenfresse. Und ich fand Schweini ein geiler Typ, geiler Spieler, geiler Typ, totaler Schweini-Fan. Ja, versteh mich nicht falsch. CR7 ist auch nur, ja, das ist so einer, wo du mir denkst. Ich habe was von der Doku gesehen, was auch nicht schlecht. Erzähl, warum, warum? Arme Ribéry. Schau dir Doku mal an, ich fand es wirklich mega interessant. Und hey, je älter er wird, desto besser sieht er aus. Naja. Also weißt du was, mit der Kohle kann jeder irgendwie gut aussehen. Ich finde, er sieht eben nicht besser aus. Ich finde, ganz ehrlich, wenn ich die Fotos von ihm sehe, ich finde, er altert zum Beispiel nicht gut. Ich finde, Beckham altert nicht gut. Und das ist auch ganz früher mit seinen Frisuren auch und so. Ich fand, der sah oft auch total peinlich aus. Aber ist ja auch egal, wie er aussieht. Es geht ja nicht ums Aussehen. Ich finde, er war halt einfach kein völlig überschätzter Fußballer. Wir sagen die Fußballer zu. Ich finde, der war ein völlig überschätzter Fußballer. Der ist auch total früh nach Amerika gegangen. Und England, was hat er da geleistet? Nicht so viel. Ein paar tolle Freistöße geschossen. Sage ich jetzt mal übertrieben. Ich lass mich aber gerne belehren. Oh, da fehlt eine Sechserstange. Die habe ich jetzt nicht. Siehst du mal. Wie die englischen Fußballfans ihn fertig gemacht haben. Da habe ich aber auch kein Mitleid. Come on. Der arme Kerl. Also Mitleid bei Beckham finde ich total unangebracht, weil, also ehrlich, der Dude hat schon gut ab, also ich meine, come on.
Ist er halt zufällig mit der erfolgreichsten Sängerin dann gerade zufällig zusammen. Da mache ich jetzt einen Fehler hier. Da habert mir ein Fehler. Also vielleicht nicht so der starke Topspieler, aber Beckham war schon gut. Ja, war schon okay, aber war kein Topspieler, genau. Also als Spieler, tut mir leid. Kann man mir erzählen, was will, aber der war kein guter Fußballer. Das war ich fand ihn völlig überschätzt als Fußballspieler. Völlig, also war halt mega Marketingwelle. Oh. Ich finde es immer noch komisch, 20 Mal Überzahl im Einbein der Rennen, obwohl sie viel Geld haben, jeden Einzelnen kaufen. Ja, das ist halt diese Generalbetrieb beim Fußball. Aber Fußball ist schon okay, um sich abzureagieren. Das ist schon okay. Sechser Stange. Oh, jetzt fehlen mir die Teile. Guck mal. Oh, die habe ich alle nicht mehr gesammelt. Da war die Zeit vorbei. Also, dann hängen wir jetzt hier fest bei 457. Machen das in die Kiste. Und wir klemmen jetzt diese drei Teile, die wir haben. Diese Teile klemmen wir jetzt, und das ist jetzt ein spannender Moment, an die aktuelle Niemitz dran. Ja, du musst jetzt pokern, ich weiß schon, Gussi, ich weiß. Es darf mir kein Fehler passieren. Klemmen Sie ein Schiffchen. Ich zeig mal das Schiffchen aktuell, wie es ausschaut. Das ist vorne. Ich brauche mal anderes Licht. Ich meine, Beckham wird halt immer nur so als Unterhose gesehen. Tut mir leid. Beckham war durchtrainierter, guter Typ, der gutes Marketing, Unterhose. Aber ich fand ihn als Typ auch immer wahnsinnig spießig eigentlich. So, guck hier. Meine Meinung. So, jetzt frage ich mich, wo klemmen wir das jetzt eigentlich dran? Dann ist er mit so einem Hungerhaken zusammen, ey, come on. Also, da oben. Langsam wird's. Jetzt gehen wir wieder da hoch. Und der hat ja wirklich richtig viel Kohle dafür bekommen. Was ich ihm gönne, mir ist das scheißegal. So, also, pass auf. So, das haben wir zuletzt gemacht. Jetzt haben wir dieses Teil gemacht. Wir reden jetzt vom Schritt 449. Das war der erste rechte, oder? Das ist dieses Teil, oder? Was Schamhaar dran klebt. Wow! Und wo kommt das dran? Sehe ich das richtig, dass es hier dran kommt? Auf dem Schiff kommt noch einiges oben, ja. Digga, man muss so aufpassen, dass es nicht kaputt geht. Soll ich mich gerade konzentrieren? So, hörst du, wie das einklickt? So, da muss es jetzt dran. Und jetzt stellen wir uns mal vor, Erkan ist endlich beim finalen Bauteil um das Schiff, baut das letzte Jahr an der Felsrunde. Dankeschön. Also schauen wir erstmal, ob wir hier richtig sind. Ich glaube, wir sind hier richtig. Welches Bauteil hatten wir? Schauen wir, wir haben zweimal das gleiche. Einmal mit Noppe, einmal ohne Noppe. So oder was? Ich glaube, das kommt so dran, oder? Kommt es da so dran? Also nochmal checken. Nee, das ist falsch. Hä? Verarschen? So.
Das ist es, ne? Das ist das Teil. Das Teil kommt er. Das kommt er ran. Oder? Das ist schon richtig. Ich liebe da meinen Tag. Was? Als es runtergefallen ist. Aber hier kann man gut Druck und Gegendruck machen. Weißt du, es knarzt? Ah. Geil, oder? So, jetzt das nächste Teil. Das haben wir geklemmt. Das ist jetzt das da. Pass auf. Das ist das Spiegelteil auf der anderen Seite. Das ist spannend, oder? Das Teil hier hin. Oder? Da kannst du mal sehen, wie lange man da klemmt. Oh, das läuft super. Ach, das ist herrlich. Geil, oder? Da kannst du mal sehen, das hat 6000 Teile, das Ding, ja? Der Brocken. Und jetzt das da. Das haben wir auch fertig geklemmt. Ach Gott, wo kommt denn das hin? Das sieht aber anders. Oder was? Alter Schlaweiter. Das kommt auch auf die Seite, oder? Kommt das auch auf die Seite? Hier so hin, das? Das ist jetzt echt schwer. Nee, ich glaube eher auf die Seite. Auf die Seite kommt es schon. Auf die Seite kommt es. Kann das sein? Schau mal, der Dings. Der Einser-Noppen nach außen. Ja, da kommt es hin, schau. Yes! Geil, oder? Schau hier. Jetzt mach ich mal die Dings weg. Erkan, ich bin gleich im Wartezimmer. Ja, gleich geht's los. Schau, das haben wir geklemmt da unten. Das ist der Flugzeugträger. Es ist schon ein heftiges Ding. 6000 Teile. Eines der krassen, das ist, glaube ich, das krasseste Schiffsprojekt bei Bluebricks. Das ist hinten, wo sie reinfliegen. 1 Meter lang hier. Und das haben wir gerade geklemmt. Können wir stolz sein, oder? Was kostet diese Philip Banks? Ruft, ist nicht so teuer. Bluebricks ist nicht so teuer und gerne über unseren Link Rufzeichen Bricks, Rufzeichen Bluebricks oder Rufzeichen Bricks, ich glaube 200 oder sowas. 250. Oder Rufzeichen Clement oder Bluebricks. Das ist fest. Ich stell's mal wieder zurück.
Also ich muss sagen, für das Kind im Manne, es ist einfach ein geiles Projekt, oder? Sehr schön, ich habe auf eine neue Arbeit, freue mich mega drauf. Freut mich. 270 ist nicht teuer. Rechne mal aus, was kostet ein Teil? Ich kann nur sagen, vergleich jetzt mal, ich gebe mal Rechenaufgabe für den Chat, ich gehe kurz auf Toilette. Die Nimitz hat über 6000 Teile, kostet knapp 300 Euro. Für 650 Euro kriegst du dieses neue Star, die war Dings da, Vapor Ring. Wie viele Teile hat die? Geht Discord bei euch? Ja klar, ruft euch in Discord.